Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren arbeitsrechtlichen Video oder genauer gesagt zu zwei neuen Videos, denn wir wollen uns jetzt um die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses kümmern. Die verteilen wir auf zwei Videos, weil ein einzelnes ein wenig zu lang geworden wäre. Und für etwas so Wichtiges wie die ordentliche Kündigung darf es auch mal etwas länger dauern. Nehmen Sie sich also noch schnell einen Schokoriegel Ihrer Wahl und los geht's. In diesem ersten Teil behandeln wir alle wesentlichen Voraussetzungen der ordentlichen Kündigung mit Ausnahme des Kündigungsschutzes nach dem Kündigungsschutzgesetz, dem KaschG, der dann im zweiten Video drankommt. Insgesamt geht es bei der Prüfung der ordentlichen Kündigung nicht darum, einen bestimmten Streitstand zu einem Rechtsproblem zu kennen. Stattdessen müssen Sie sich in einer Vielzahl möglicher Prüfungspunkte zurechtfinden. Damit das besser gelingt, gehen wir das Schema schon einmal vorab durch. Wie jedes Gestaltungsrecht muss die Kündigung zunächst erklärt werden. Dann ist zu prüfen, ob rechtzeitig Kündigungsschutzklage erhoben wurde, weil sonst die Wirksamkeit der Kündigung fingiert wird. Als nächstes dürfen der Kündigung keine gesetzlichen Verbote entgegenstehen. Schließlich darf die Kündigung nicht gegen das KaschG verstoßen, dazu wie gesagt mehr im zweiten Video. Kommen wir zum ersten Prüfungspunkt, der Kündigungserklärung. Ob eine Erklärung tatsächlich auf die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses gerichtet ist, ist durch Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont zu ermitteln. Das ist Ihnen ja bekannt. Die Erklärung selbst muss wirksam sein. Hier lassen sich wunderbar BGB-AT-Probleme abprüfen. Relevant werden können zum Beispiel Probleme rund um beschränkt geschäftsfähige Personen, Stellvertretungsfragen oder den Zugang der Erklärung. Aus dem Rechtsgedanken des § 388 Satz 2 BGB ergibt sich, dass die Kündigungserklärung grundsätzlich bedingungsfeindlich ist. Zulässig sind deshalb nur Rechts- und Protestativbedingungen. Gemäß § 623 BGB muss die Kündigung zudem schriftlich erklärt werden. Sie merken, das sind keine originär arbeitsrechtlichen Prüfungspunkte. Hier unterscheidet sich die Kündigung des Arbeitsvertrags also kaum von anderen Gestaltungsrechten. Richtig schön arbeitsrechtlich ist aber der zweite Prüfungspunkt. Lesen Sie dazu bitte die Paragraphen 4 und 7 KaschG. Es geht also um die Wirksamkeitsfiktion nach dem KaschG. Die schriftlich erklärte Kündigung gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Arbeitnehmer nicht innerhalb von 3 Wochen nach deren Zugang Kündigungsschutzklage erhebt. Kleiner ZPO-Einwurf, die Klage ist erhoben, wenn sie beim Beklagten zugestellt wird. Hier hilft für die Fristwahrung gegebenenfalls § 167 ZPO. Die Fristberechnung erfolgt nach § 187 fortfolgende BGB. Die harte Rechtsfolge, Fiktion der Wirksamkeit der Kündigung, ergibt sich also aus § 4 Satz 1 und 7 Halbsatz 1 KaschG. Achtung, Allgemeinplatz. Das Recht ist für die Wachen da. Wenn sie zu langsam sind, wird die Wirksamkeit der Kündigung fingiert und sie haben Pech gehabt. Nicht ganz trivial ist es, die Reichweite der Fiktion zu bestimmen. Deshalb schauen wir uns das noch einmal kurz an. Grundsätzlich sind alle Wirksamkeitsvoraussetzungen der Kündigung erfasst. Aus dem Wortlaut des § 4 Satz 1 KaschG ergibt sich jedoch, dass die Fiktion nur beim Zugang der schriftlichen Kündigung eintritt. Zugang der Erklärung und Einhaltung der Schriftform werden deshalb nicht fingiert. Dieser Gedanke lässt sich verallgemeinern. Die Fiktionswirkung setzt voraus, dass die Kündigung wirksam erklärt worden ist. Die oben genannten Prüfungspunkte aus dem allgemeinen Teil des BGB fallen deshalb aus der Fiktion heraus. Sie müssen also in der Klausur vor der Fiktion geprüft werden, weil sie eben nicht von ihr erfasst werden. Hundertprozentig trennscharf ist diese Abgrenzung aber nicht. Die Sittenwidrigkeit, die in § 138 BGB geregelt ist, bleibt von der Fiktion erfasst. Dafür lässt sich auch § 13 Absatz 3 KaschG anführen, der die sittenwidrige Kündigung regelt. Wenn Sie im Einzelfall unsicher sind, ob eine Voraussetzung von der Fiktionswirkung umfasst ist, sollten Sie Ihr Ergebnis kurz begründen. Leitlinie bleibt: Grundsätzlich können alle Wirksamkeitsgründe fingiert werden. Ausgenommen sind Ansatzpunkte, die eher die wirksame Erklärung betreffen und nicht an den Inhalt der Kündigung anknüpfen.
Machen wir weiter mit dem nächsten Prüfungspunkt. Die Kündigung darf nicht gegen gesetzliche Verbote verstoßen. Das ergibt sich aus § 134 BGB. Solche Verbote finden Sie zum einen in arbeitsrechtlichen Spezialgesetzen, die in der Klausur abgedruckt werden müssten, wenn sie nicht im Schönfelder enthalten sind. Dort zu finden ist aber zum Beispiel Artikel 9 Absatz 3 Satz 2 GG, der die Kündigung wegen der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft verbietet. § 612a BGB verbietet jede Kündigung aufgrund einer zulässigen Rechtsausübung des Arbeitnehmers, zum Beispiel weil dieser jedes Jahr seinen vollen Urlaub nehmen möchte. Nach § 613a Absatz 4 BGB ist die Kündigung wegen eines Betriebsübergangs unwirksam. Letzteren behandeln wir noch einmal ausführlich in einem Extra-Video. Die Faustregel ist also, wenn gesetzliche Verbote relevant sind, wird sie der Sachverhalt darauf stoßen. Problematisch ist, ob eine diskriminierende Kündigung am AGG gemessen werden kann. Den sachlichen Anwendungsbereich des AGG regelt dessen § 2. Nehmen Sie sich bitte 2 Minuten Zeit zum Lesen und suchen Sie nach Argumenten für oder gegen die Anwendbarkeit des AGG auf Kündigungen. Gegen eine Anwendbarkeit des AGG auf Kündigungen spricht § 2 Absatz 4 AGG. Für Kündigungen gelten danach ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz. Allerdings verweist § 2 Absatz 1 Nummer 2 AGG auch auf Entlassungsbedingungen und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. Auch die Gleichbehandlungsrichtlinie, deren Umsetzung das AGG dient, nimmt Kündigungen nicht vom Anwendungsbereich aus. Teleologisch spricht zudem der Arbeitnehmerschutz für eine möglichst großzügige Anwendung des AGG. Das BAG wendet es deshalb europarechtskonform auch auf Kündigungen an. Um nicht die Wortlautgrenze des § 2 Absatz 4 AGG zu überschreiten, berücksichtigt das BAG die Wertungen des AGG aber erst inzident im Rahmen des § 1 KGG. Die materiellen Diskriminierungsverbote des AGG werden dabei zur Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Sozialwidrigkeit verwendet. Und wenn das KGG nicht anwendbar ist, wendet das BAG das AGG sogar direkt auf Kündigung an. Als letzten wichtigen Prüfungspunkt müssen Sie auf den Kündigungsschutz nach dem KGG eingehen, aber wie angekündigt machen wir das erst im zweiten Video zur ordentlichen Kündigung. Damit sind wir durch mit den Voraussetzungen der ordentlichen Kündigung. Fassen wir noch einmal im Schnelldurchlauf alle wesentlichen Prüfungspunkte zusammen. Erstens, wirksame Erklärung nach BGB-AT. Zweitens, rechtzeitige Erhebung der Kündigungsschutzklage nach § 4 und 7 KGG. Drittens, keine gesetzlichen Kündigungsverbote. Und viertens, Kündigungsschutz nach dem KGG. Dazu wie gesagt später mehr. Wenn die Voraussetzungen der ordentlichen Kündigung vorliegen, stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt sie Rechtsfolgen entfaltet. Woran ist hier bei der ordentlichen Kündigung stets zu denken? Die ordentliche Kündigung wirkt erst nach Ablauf einer Kündigungsfrist. Die Frist kann im Arbeitsvertrag oder in einem Tarifvertrag geregelt sein, ist aber auf jeden Fall auch in § 622 BGB gesetzlich geregelt und beträgt gemäß Absatz 1 grundsätzlich 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Abhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit verlängert sich die Kündigungsfrist des Arbeitgebers dann noch nach Maßgabe des Absatzes 2. Die Fristberechnung richtet sich nach § 187 fortfolgende BGB. Zu Lasten des Arbeitnehmers bleibt aber § 193 BGB unangewendet. Die Kündigungsfrist wird durch die Vorschrift also nicht verlängert. Die Angabe einer Frist in der Kündigungserklärung ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung der Kündigung. Auch eine Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist somit möglich, wenn der Arbeitnehmer etwa durch einen Hinweis auf die gesetzliche Regelung den Beendigungszeitpunkt unschwer berechnen kann. Wenn die Kündigungsfrist in der Kündigungserklärung falsch berechnet wurde, stellt sich die Frage, ob die Erklärung auch als Kündigung zum nächstmöglichen Termin ausgelegt werden kann.
Davon kann man nach der Rechtsprechung ausgehen, wenn es dem Arbeitgeber ersichtlich um die Einhaltung der richtigen Frist ging und er sich nur verrechnet hat. Damit sind wir durch mit unserem ersten Video zur ordentlichen Kündigung des Arbeitsvertrags. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und wir sehen uns bei Video 2.